Hast du Glück, dass du fliegen kannst, du. Kommen Sie mal mit. Ja, nicht ins Feuer reingehen, ne? Suboptimal. So, ich glaube, ich werde die Flamme da mal ausmachen. Ja, Mensch, schlaues. Moment. So, jetzt kannst du kommen. Ja, Mensch, nicht schlecht, liebes Huhn. Schaffst du es? Ja, Mensch, bist du irgendwo hier, da kannst du wirklich eine Belohnung verdienen. Aber dafür kommst du auch in einen richtig klasse Stall rein. In so ein richtig schönes Gehege. Was ich dir dann noch schöner machen werde. Und deine Nachbarn werden dann wahrscheinlich Häschen sein. Oder ein paar Dickhäuter, wie so eine schöne Kuh. Ein Bulle oder so. So, jetzt musst du hier nur noch reinkommen. Hier rein. Ja. Klasse. So, jetzt hast du ja wirklich eine Belohnung verdient. Moment. Ja, ne, jetzt haben wir uns lieb. Prima. Na dann erstmal guten Aufenthalt wünsche ich dir. Und du bist vom Krieg schon gerettet. Ja, ich versuche dir mal noch irgendwie Konkurrenz zu besorgen, ne? Kannst. Was war das schon wieder? Da kannst du da nämlich schön Kinderchen kriegen. Ne? Ja. So, gut. Genug geknackert hier mit der Dings hier mit den Hühner. Was mache ich denn jetzt als nächstes? Am besten noch einen Huhn suchen. Dann haben wir nämlich das Problem schon mit den Hühnchen erstmal erledigt. Ich hätte zwar auch Eier, die ich da reinfeuern könnte. Und ich brauche auf jeden Fall Kabels. Ich brauche auf jeden Fall neue Cobblestones, weil da komme ich jetzt nicht weit. Wenn ich da weiter mit der Decke machen will. Zum Glück haben wir davon genug. Eieiei, ist das hier ein Chaos. Chaos hoch 3 hier. So. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Halbe Botanik hier wieder mitgenommen. Naja, ich werde jetzt auf jeden Fall mal hier so ein bisschen was mitnehmen. So ein paar Stackies hier. So. Das nehmen wir mal mit. Vielleicht läuft uns ja noch ein Huhn über den Weg durch Zufall. Die sind jetzt erstmal wichtiger, die Teile hier. Ja, und damit können wir jetzt im Prinzip weiter langziehen. So, aber vorher sollte ich vielleicht mal pennen gehen. Das sollte man tatsächlich mal eine Runde machen. Was schon wieder dunkel ist hier. So, dann gehe ich erstmal eine Runde schlafen. Und dann geht's weiter mit dem Bauen. Guten Morgen. So, da hängt noch eine Spinne rum. Das Hühnchen hat auch gut gepennt. Vielleicht hat es auch schon eierlich. Du kriegst jetzt erstmal einen Spaten auf den Kopf und ein Schwert in die Rippen. So, und tot bist du. Oh, da kommt ein Creeper. Den mag ich nicht. Ja, deswegen, den habe ich jetzt erstmal von oben geholt. Ja, komm. Ja. Hat er mir einen Bogen da gelassen? Und das Inventar ist natürlich wieder voll. Wen soll's wundern? Ach, fuck, ey. Dann esse ich eben jetzt erstmal Gehirn. Ey, das kann doch nicht wahr sein hier, echt. Was ist denn das schon wieder? Spinnenauge. So. Jetzt habe ich den Bogen. Wieso ist denn das Inventar immer so voll? Warte mal, lass mal die Pilze eben da liegen. So, dann mach ich jetzt erstmal hier das da mit den Dingsbums hier, mit den. Also, das ist doch wirklich. Leck mich am Arsch. Da habe ich jetzt keine Geduld für sowas. Da habe ich jetzt wirklich. So, jetzt gehe ich erstmal das Inventar ausleeren. Das ist mir schon wieder viel zu. Habe ich den Bogen jetzt gekriegt? Ich glaube schon. Das ist mir. Das nervt mich ja. Sowas nervt mich völlig. Das ist mir hier einfach. Cool, ich habe einen Bogen aber gekriegt. Ich schmeiß das jetzt einfach alles da rein hier. Komm. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Tür zu. So. Granit brauche ich erstmal nicht. Erde reicht mir. Oh nee, das brauche ich erstmal nicht. Das brauche ich erstmal nicht. Das brauche ich nicht. Brot brauche ich erstmal nicht. Stiere brauche ich nicht. So, jetzt haben wir erstmal ein bisschen Platz. War ja schlimm gewesen. Wo ist er? So, jetzt kann ich erstmal da mein Zuckerrohr da holen. Und meine Pilze.
denn jetzt der Zuckerrohr? Ne, den habe ich natürlich nicht mitgenommen. Also, das ist ja wirklich. Hier ist er jetzt. So. Zack. Zack, zack. So, dann kann ich den erstmal wieder reparieren. Ist im Eifer des Gefechts ja beschädigt worden. Stimmt aber alles wieder. So, gut. Also, dann geht's jetzt weiter mit dem Steinis hier. Und zwar mit welcher Reihe? Hier haben wir gesagt, die Reihe, die soll ja... So. So, 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 so. Und das zieht sich ja im Prinzip jetzt bis durch. Dann ist die nämlich auch fertig. Diese Reihe. Genau hier weiß ich nicht, ob wir hier noch Tiere haben wollen oder nicht. Ja, mit dieser Luke hier, das muss ich mir auch noch mal was einfallen lassen. Da bin ich auch nicht so hundertprozentig überzeugt von. Also hier diese Ecke, da ist hier im Prinzip ja Licht, weil hier kommt ja Wooden Planks hin, hier ist die Wand. Das heißt also, genauso wie beim Feld kann ich hier auch schon ansetzen, die nächste Querlinie machen. So. Zack. Ja, das Ganze, das nimmt jetzt langsam Form an hier. So. Und so. Der Bereich, den lasse ich erstmal, aber den kann ich definitiv verschließen. So. Zack, zack. Weil da kommt ja nichts hin. Und da haben wir ja Fackeln an der Seite. So. So, ups. So, da ist wieder ein Stecken weg. So. Hört ihr das Planschen? Unterirdisch, da wo unsere unterirdische Etage ist, da tobt gerade voll der Bär. Das ist voll das Monsterparadies da unten. Da geht's richtig ab. So, perfekt. So, damit haben wir nämlich diese ganze Geschichte hier erledigt. Hier kommen jetzt im Prinzip diese anderen Steine hin, die ich jetzt natürlich wieder oben gelassen habe. Ich voll Honk. Da kommen dann nämlich diese dahin. Die werden jetzt hier ganz rumkommen. Dann ist das eigentlich auch erledigt. Da kommen dann die Fackeln hin. So, und den ganzen Weg hier, den kann ich theoretisch bis dort hinten hin jetzt langziehen. Genau. So. Das kann man machen. Weil da brauche ich keinen Glowstone für. So. Zack, 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 zack. Voll die Mega-Baustelle, Leute. Jetzt sagt man nicht, ist das hier nicht eine Baustelle? Ich finde das voll krass hier, wirklich. Also was wir hier verbauen an Materialien, das habe ich so noch nie in Minecraft gemacht, obwohl ich jetzt nun auch schon ein paar Jahre Minecraft spiele. Das ist schon beachtlich, finde ich. Krasse Sache, aber es macht voll Spaß zu sehen, dass man auch hier was geschafft hat. Also das finde ich schon cool. So. Zack. Schon wieder alle. So. Ich würde mich ja kaputt lachen, wenn wir nochmal neue Cobblestones farmen müssen hier. Also das wäre echt ein Ding. So. Nur gucken, dass wir nicht zu sehr zumachen, dass wir unsere Kühe hier noch irgendwie runterkriegen. Ne? So. Das wird nur lustig werden mit den Kühen. Ich glaube, die brauchen auch eine Zweiertreppe. Da muss ich mal gucken, dass ich da vielleicht nochmal irgendwas baue. Die müssen wir eh mal suchen, die Kühe. Die können wir zum Glück anlocken, weil ich habe Weizen, ne? Schweine bräuchte ich Mohrrüben erst. Die kann ich noch nicht anlocken. Da habe ich mich eben verbaut. So, so. Ja, warum ist jetzt... Achso, hier ist offen. Ach, hier kommt der Bogen ja hin. Stimmt, den könnte man auch schon machen, den Bogen. Das ist auch schon machbar. So. Schon wieder ein Stecken weg. Also, die verbrauchen sich jetzt wirklich aber richtig rasch hier. Und ich... Das ist nur ein ganz kleines bisschen Dach, was wir hier haben. Also, das wird ordentlich. Also, da könnt ihr euch schon ausrechnen, was ich gesagt hatte mit dem polierten Andesit. Ihr seht schon, wie viele Stacks wir hier verbraucht haben für diese kleine Fläche.
Also, ich glaube, da würden 40 Stacks noch nicht mal ausreichen, die ich so geschätzt hatte. Ne? Also, das können wir, glaube ich, vergessen. Der würde jetzt quasi auf die da oben raufgelegt werden. Müssen wir uns irgendwie noch eine andere Alternative einfallen lassen? Momentan weiß ich noch nicht genau, was man da machen kann. Aber bis dahin ist eh nur ein bisschen Zeit. Wie gesagt, das werden jetzt noch ein paar Folgen hier dauern, bis wir hier durch sind. Mit der untersten Etage. Und erst dann bauen wir uns ja dann nach oben. Aber es ist, wie gesagt, die schwierigste Etage hier. Weil hier natürlich der ganze, ja, siehst du schon wieder alle. Ja, cool. Aber auf jeden Fall nicht schlecht. Das heißt, was wir jetzt brauchen, ist hier erstmal wieder Wooden Planks. Und zwar, da müssten wir mal ein bisschen Holz holen gehen. Hast du schon Eierlicht? Hat ein Eierlicht. So, und jetzt müssen wir mal gucken, wenn wir das jetzt dagegen schmeißen. Manchmal hat man Glück, dass ein neues Hühnchen rauskommt. So. Ja, also Wooden Planks brauchen wir als nächstes. Und diese Steine. Okay, dann hole ich die mal eben, ne? Da können wir schon mal gleich mal ein paar. Das schaffen wir noch in dieser Folge ja, glaube ich. Also in dieser Aufnahme-Season. Weil ich habe mir vorgenommen, jetzt nicht ganz so eine lange Season zu machen, dass ich nicht zu viel habe, was ich im Voraus immer produziere. Wobei sich das immer kaum vermeiden lässt. Wie gesagt, A, wegen der Technik und vor allen Dingen auch wegen der Zeit, weil ich natürlich mehrere Projekte auch am Laufen habe. Und das ist für mich tatsächlich immer sehr schwierig. Da mache ich mir jetzt gleich mal mehrere fertig. So. Da ist das für mich immer sehr schwierig, wie gesagt, das so auf Bestellung jetzt eine Folge dann zu produzieren und dann ist die Technik, die dann wieder versagt. Also das ist immer suboptimal. Und aus diesem Grund, ja, müsst ihr es mir nachsehen, dass ich das meistens immer schon im Voraus produziere. Nur ich wollte es halt nicht zu sehr in die Länge ziehen, dass ich zu viel aufnehme im Voraus. Da muss ich dann mal schauen, wie wir das immer hinbekommen. So, ja, jetzt habe ich erstmal die Dinger mitgenommen und jetzt brauchen wir natürlich noch die Wooden Planks hier und zwar von der Schwarzeiche. Und hier sehe ich gerade, dass wir hier auch Noter Mann haben. Sehe ich das richtig? Tatsächlich, wir haben Noter Mann Schwarzeiche. Na, ist ja klasse. Das heißt, wir dürfen also auch. Moment, eins wollte ich noch eben probieren. Kann man mit den Dingern eigentlich. Ach! Das geht. Klasse. Dann will ich mal eben was probieren. Ich mache mir mal vier davon. Mal so, 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 so. Da will ich nicht mal was schauen. So. Gut. Hier ist der Ausgang. Und zwar brauche ich jetzt Schwarzeiche. Dann brauche ich eine Axt. Und dunkel wird es auch schon wieder. Ist hier noch Schwarzeiche drin? Ja, ein bisschen. Und die Axt hatte ich auch da reingepackt. Prima. So, Zuckerrohr kann hier bleiben. Das 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 nehmen wir mit. Das kann hier bleiben. Ja, ich habe hier aber auch wirklich wieder ein Gelumpe mit beide. So, mal schlafen gehen. Ja, und dann können wir nämlich mal kurz gucken, weil da wollte ich mal was probieren. Ich wollte nämlich mal schauen, wie der Bogen aussieht. Ob sich das überhaupt auf der Größe anbietet. Den baue ich mal eben schnell, den Bogen. Das ist ja eine Doppelwand, die wir hier haben. Deswegen ist es egal, wo ich anfange. Das ist beides das gleiche. So, da das keine Halbslabs sind, sondern ganze Blöcke, kann ich es natürlich auch hochziehen. So. So. So und so. Und so. Ja, dann probieren wir das gleich am besten an der Stelle aus. Das bietet sich gerade an. Naja, komm, dann zieh die noch schnell hier durch. So. Zack. Und zack. So, und jetzt probieren wir das mal mit dem Bogen. Wo ist denn der? Hier. Da wollte ich nämlich mal was probieren, wie das aussieht. Jo. Große Überraschung. Ach doch! Das sieht ganz gut aus. Allerdings muss hier dann auch noch ein Halslab rein. Kann man die denn daraus überhaupt machen? Weiß das gar nicht. Haben wir mal hier irgendwo eine Werkbank? Ja, die fehlt hier irgendwie auch noch eine Werkbank, finde ich. Weißt du was? Wir werden hier mal. Steht da hinten eine Werkbank rum? Nö.
Ich werde mal provisorisch. Ist jetzt eh egal, ob die Dinger da jetzt alle gehen oder nicht. Da hole ich mir neue. Weil hier kann durchaus auch eine Werkbank irgendwie rein, finde ich. Und wisst ihr was? Ich stelle die hier hin, neben der Luke. Dann ist die so ein bisschen versteckt, wisst ihr? Ist doch auch cool. So, ja genau, dann probiere ich das mal, ob man daraus hat. Ach, das geht auch! Na Mensch, das sind ja hier Sachen, die ich so noch nie benutzt habe. Immer nur Survival Mode gespielt hier, ne? Immer voll hier irgendwie so Monster gejagt und sich verlaufen und alles. Und hier voll Let's Build hier, da merkt man, dass man hier voll die geilen Sachen machen kann. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Genau, mit so einem kleinen Bogen hier so ein bisschen. Gut, filigran ist was anderes, aber auf einer, ja, für so einen kleinen Durchgang ist das hier schon völlig in Ordnung. Und der optische Effekt, der kommt ja zustande, wenn wir den, wie gesagt, doppelt legen, ne? Weil das ist ja jetzt dann wieder so, so, so und so. Und dann kommt er, wie soll ich ihn davon 14 eigentlich? So, und dann ist er ja so. Und dann hier auch, so. Und dann kommt er wieder daran. Ne? Dann ist er gleich wieder ein bisschen. Ja, nice! Ja, Gwolla hier. Ey, das macht so einen Bock hier. Geil. Geil, geil, geil. So, dann haben wir das auch erledigt. Dann haben wir da auch schon mal ein schönes Muster, an dem wir uns orientieren können. Und da können wir auch schon die ersten Fackeln platzieren. So. Mal kurz schauen. Haben wir immer vierer Abstand. Ja, also auf jeden Fall würde ich sagen, kann hier eine Fackel hin. Immer so schön an die Seite ran. Da eine. Und da eine. Und auf der anderen Seite natürlich genauso. Wobei es überflüssig ist, weil hier der Glowstone später kommt. So. Prima. Prima. So muss das sein. So, dann machen wir hier gleich weiter. Zack. Zack. Zack, zack, zack. Kommt er da hoch? Kommt er hier hoch? Kommt er da hoch? So. Auf der anderen Seite genau das gleiche. So. So. Jetzt ist schon wieder alle. Also außer, dass sich das hier verdammt schnell verbraucht, immer alles, ist das hier wirklich top. So, jetzt kommen diese Dinger daran. Diese schicken Teile hier. Einmal so, einmal so. Einmal. Einmal so, einmal so. Jawohl, und so ein Ding hier oben ran hier noch. Eins und zwei. Genau. Prima. So, kommen unsere Fackeln wieder. Eins und zwei. Ich denke immer, dass hier ein Zombie kommt, aber die planschen da unten rum. So, hier auch wieder ran. Licht ist ganz wichtig hier unten. Geil. Ja, das ist doch mal richtig cool hier. Das ist doch mal richtig cool. Ich finde das auch gut, dass das so hoch ist. So, dann setze ich mal gleich die nächsten. So. Zack. So. So, 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 zack, sieht gut aus, sieht wirklich gut aus, also die unterste Etage, die ist schon mal wirklich der reinste Burner hier, das ist wirklich nicht schlecht, im Original sieht es so natürlich nicht aus, das ist logisch, aber das erwähnte ich ja schon, dass wie gesagt die untersten zwei Etagen aus dem Bunker Reinhardtstraße, Ecke Albrechtstraße, in der Nähe von der Friedrichstraße, die bekannt ist hier in Berlin natürlich auch, so in den Originalbauplänen, wie gesagt, nicht verzeichnet steht. Ne? Aber ich, wie gesagt, ich wiederhole mich. Das habe ich, wie gesagt, schon erwähnt. So, dann geht es jetzt hier erstmal weiter mit den letzten Wooden Planks, die ich hier habe. Die werden wir jetzt eben mal schnell noch setzen. Keine Bange. Die Deckenhöhe hält's aus. Auch die ist original. Das heißt, da haben wir 3 Meter. Ne, wenn das hier immer 1 Meter ist, haben wir ja 3 Meter bis in die nächste Etage runter. Das heißt, da ist kein Problem. So. Können wir jetzt erstmal hier weiter langziehen. Wunderbar. Ah, hat wieder ein Ei gelegt, habt ihr gehört?
Das Huhn hat ein Eierlicht. So. Das macht richtig Spaß hier zu bauen. Also es ist wirklich... Ich wiederhole mich, ich weiß Leute, aber das macht wirklich Spaß. Also jeder, der Minecraft noch nicht gespielt hat, den empfehle ich echt mal Minecraft zu spielen. Da kann man so tolle Sachen machen. Ich fühle mich hier wirklich wie ins Lego-Zeitalter versetzt. Also das ist richtig klasse hier. So, den Eisen, den lasse ich da drin. Eisen habe ich genug. Der ist für die Ameisen. Die freuen sich ja auch, ne? Die brauchen auch was. Apropos Ameisen, ich habe hier noch gar nicht diese komischen Dinger gesehen. Diese... wie heißen die? Silberfische. Silberfische. Habe ich noch gar nicht gesehen. So. Sonst kommen die doch immer. So. Dann haben wir das auch. Ja, was passiert denn jetzt eigentlich mit dem... Hier haben wir ja gesagt, das haben wir durchgezogen. Wie viel müssen wir denn da durchziehen eigentlich? Die nächste Reihe ist wieder Glowstone, ne? Ja. So. Jo. Das ist doch schon mal ganz... ganz dufte. Also die könnte man noch durchziehen, hier die Reihe. Also da ich da unten so diese ganzen Dinger da höre, so diese Monster, da bin ich ja fast am Überlegen, ob ich da so eine Monsterfalle bauen sollte irgendwie. Das bietet sich ja vielleicht sogar richtig an. So, will ich hier Platz lassen oder will ich hier nicht Platz lassen? Also wir haben hier so viel Platz, dass ich eigentlich hier Platz lassen kann. Oder wolltest du direkt einen Nachbarn haben? Ah, nee, sieht blöd aus, oder? Das sieht blöd aus. Da werden wir auch ganz normal Holz setzen. Da ist es auch mit der Fütterung ein bisschen einfacher. So, da setzen wir ein bisschen Holz. Was natürlich jetzt wieder alle ist, ist ja klasse. Dann gehe ich jetzt eben mal kurz mal ein bisschen Holz. Moment. Leute, Moment. Das darf ich jetzt nicht machen. Das wäre ein Fehler. Ich muss nämlich was anderes machen. Ich muss das hier muss ich machen. Weil wenn hier... Genau. Das wäre jetzt fast schief gegangen. Das wäre jetzt aber fast schief gegangen. So, weil da muss ich ja natürlich Rasen vermehren. So. Ist ja logisch. Weil wenn ich jetzt Holz zwischenmache, ja, dann ist das Gras da drin eingefärcht und dann muss ich wieder von da oben runterholen. Deswegen warte ich, bis sich das hier überträgt. Ich hoffe, dass das funktioniert. Und dann ist gut hier. Ich werde da nochmal einen ransetzen, sicherheitshalber, und dann machen wir das später mit dem Holz. Genau, dann werde ich vorher lieber mal hier den Kuhstall hier, oder was das auch immer werden soll, schon mal mit Erde versorgen. So, fangen wir mal an. Ruhig bis ran hier. Ja, also am liebsten würde ich mir jetzt die Kühe holen, weil die sind, glaube ich, am schwierigsten hier reinzulocken. Die Hasen müsste ja noch einigermaßen klappen. Aber die Kühe, da sehe ich da noch ein bisschen schwarz, wie ich die Kühe hier runterkriegen soll. Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig. Aber naja, mal schauen. So, wie groß wollen wir denn das machen hier überhaupt? Also eine Kuh braucht ja ein bisschen mehr Platz als ein Dings hier, oder? Als eine Huhn da, Kuh, als ein Huhn. Ja. Gute Frage. Also wenn wir ernsthaft die Kühe jetzt hier reinpacken, oder wie? Ja, ich weiß nicht, Leute. Reicht das hier nicht für eine Kuh? Bis hier vielleicht? Oh, das ist zu klein. Ich meine, wir wollen ja schon ordentlich Steaks haben, ne? Also. Pack das mal hier rein. Nee, das reicht für eine Kuh. Guck mal, eine Riesenfläche an hier. Nee, das reicht. Können wir ja zwei Ställe draus bauen hier, Mensch. Hatte ich mir auch schon mal überlegt gehabt, ob ich nicht einfach alle
alle Tiere, so die es so gibt, einfach alle in einen riesigen Stall reinpacke. So ohne und zu unterscheiden, so einfach alles da rein, alle verstehen sich so. So Arche Noah-mäßig, ne? So war mal so eine Grundidee, wo ich dachte, so Mensch, könntest du ja auch mal machen. Oh, jetzt ist da was kaputt gegangen. Ach, ich habe ja noch ein paar. Prima. So.